Ah, gut, sehr schön. Da können wir noch mal angreifen. Das beschissene Gelände. Das ist das beschissene Gelände. Oh, das beschissene Gelände. Ich mag nicht das beschissene Gelände. Ich mag schon das beschissene Gelände. Ja, schrei nicht so. Ich hab noch mal gepiekst. Alles nach vorne. Links und rechts sind keine Flanken. Laufen. Das ist volles Risiko. Du musst natürlich vorne reingehen. Auffälliger geht's nicht, ne? Posten steht, Freunde. Wir greifen an. Steht und natürlich sitzen da die Bots und Snipern. Es ist einfach immer wieder geil. Ja, sie sitzen immer genau dort, wo sie nicht rechnen. So, erster Angriff fehlgeschlagen. Das ist natürlich immer bitter. Mein Posten wurde anscheinend sofort zerstört von niemandem. Das Gelände ist richtig beschissen. Unsere Gruppe hat begonnen, einen Kontrollpunkt zu erobern. Eine scheiß Waffe in die Hand. Noch kannst du da machen, was du willst. Haltet den Punkt, halten, nur. Ja, da konnte ich nicht mehr reagieren. Das reicht. Die Granate raus. Oh. Wie beim Rugby, Junge. Ich mach die Defense Line. Die gleich nach vorne stürmt, versucht den gegnerischen Quarterdeck zu verhauen. Ja, nach vorne gestürmt und ja, daran gehindert ihn, dass er irgendwie durchkommt. Ja. Alle wie so ein Vollidiot am Ball geschmissen. Und so öffnet das Feuer. Wir gehen rechts lang, eröffnen dort einen Posten und dann geht's weiter voran. Erster Angriff, extrem wichtig. Hatten wir gerade eben. Wir haben es quasi im zweiten Anlauf geschafft. Der müsste angeschlossen sein. Weiter. Flanke scheint offen. Vorwärts. Posten bauen und dann rein in den Verein. Ich hätte vielleicht noch einen Tick weiter reinsetzen sollen, aber das ist jetzt. Wird wieder mal gierig. Waffe in die Hand, MP in die Hand. Nee, ist gut so. Ist auch noch eine Tür. Panzer ist vorne, deswegen muss die Straße auch immer zu sein. Wir sind beim Panzer mit dran. Rein in den Club. Wenn ich wüsste, wo der Gegner steht. Das ist für mir alles klar. Panzer! Wir haben den Kontrollpunkt erobert. Weiter zum nächsten. Ah, da steht noch ein zweiter. Hier können wir nichts machen. Wow! Unser Panzer lebt noch.
Vergiss es, da lasse ich dich nicht ran. Gelände scheint sicher, wir rücken weiter vor. Ja, Artillerie so oder so, wir sind tot gewesen. Posten steht, wir gehen rechts weiter, übernehmen das Haus und rücken dann wieder rein. Ein eigener Posten, los geht's. Mir nach. Bis jetzt überrennen wir die. Keine Chance für den Gegner. War dumm, war dumm. Ich wollte wieder einen zu weit nach vorne. Kriegt er den hinten? Hinter mir kann das sein. Ja. Hier nochmal. Ach, das gibt's nicht, ey. Wieso kann ich jetzt die Granate gar nicht noch fallen lassen? Das ist doch gut. Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Guter Bot! Ja, 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 ja. Da, 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 da. Da 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 da. Ich stehe wieder auf und häng in der fest. Ich hänge hier fest, aber das ist mir egal. Ich habe hier immer noch Magazin in der Hand. Ich hänge hier drin fest. Ich bin das nicht, der wackelt, ne? Ich hänge da wirklich drin fest. Verdammt, da stand einer. Weißt du, ich hab dem anderen die Tür zugemacht vor der Nase. Sehr schön, hier sind drei Posten besser als bei uns in der Verteidigung. Da hatte ich deutlich mehr zu tun. Es sind genug da. Ja, sonst wäre das wieder echt bitter gewesen, ne? Mein Posten kaputt. So werde ich nicht gebraucht. Alles egal. Bitte mich nicht erschießen. Safe. Erschütterung, da treffe ich nichts. Wir haben die Hälfte der feindlichen Positionen bereits erobert. Angriff fortsetzen. Könnte da nach oben bei einer sein? Ja, das überlebst du, das überlebst du. Weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. War irgendwo ein verfluchter Scharfschütze. Kann hier noch irgendwo rumlungern. Wenn der jetzt von hinten zurückkommt, dann sieht er mich. Muss er mich jetzt von hinten rechts erschießen. Noch leb ich, noch leb ich. Dieses, ich bring irgendwie den Pionier nach vorne. Ja, einen Posten. Wenn ich den hier bauen kann, haben wir gewonnen. Muss mich nur noch entscheiden, wo. Sammelpunkt benötigt. Ja, ja, ich bin dabei. War da wer?
Könnte der durch den Graben kommen? Halt die Stellung hier. Natürlich, direkt One-Shot. Es ist einfach, weißt du, die ganze Zeit wartest du, dass einer ranrückt. Ja gut, hat sich erledigt mit dem Posten. Können wir gleich nochmal einbauen. Wahnsinn, ein Timing vom Herrn. Sowas muss man ausnutzen. Wenn man so viel Time-Lag jedes Mal hat. Ja. Tatsächlich da wirklich noch den Posten gesichert bekommen. Sammelung würde zerstört. Komm, wir bauen hier einfach mal eine Backe. Bauen wir halt einen neuen Sammelpunkt. So what? Ich bin hier mit zwei Pionieren vor Ort. Wäre schön gewesen, wenn es funktioniert hätte, aber naja, manchmal kommt es auf die einzelnen Duelle an. Wenn er mit dem ersten Schuss trifft, hat er halt gewonnen. Bisschen Glück, aber was soll's. Die ganze Brigade hier waren auf den Kopf. Dann noch einer. Komm mal hier außen lang, gucken wir mal, ob hier einer kommt. Vorausschauend gedacht hat. Hier rein. Jo, Freunde. Die schaffe ich nicht. Frontal stehen wir gut. Steht mal der Pack noch da. Wenn Panzer da die Straße lang kommt, picken wir den. Ich hab meine Packung gedreht. Was soll denn das? Wie kann ich die eigentlich wieder ordentlich hinstellen? Benutzen kann ich die. Kein Problem, aber so richtig wie ich die jetzt wieder umstellen kann, keine Ahnung. Nicht zu dir. Wo sind meine Granaten, Hansel? Granate nach vorne, Granate nach da, nach da, nach da, nach da. Steht der Pionier. Letzte Amthandlung. Danke. Die war jetzt wichtig. Nee, hier habe ich Feuer gemacht, Freunde. Das bringt Zeit. Ich würde gerne nochmal flankieren. Da links im Graben sind noch zwei Leute. Wenn wir da den Verein stürmen, weil es sind genug Leute da, aber wir probieren es trotzdem über links. Safe is safe. Wir haben noch 400 Spawns. Schaffen wir also dicke. Ich will die Hütte da unbedingt noch stürmen vorne. Panzer. Wehe, der wird jetzt, das war wieder klar. Ich hasse Stacheldraht, weil er alles aufhält. Halt's Maul. Außer Gefecht, sauber. Ich
bin so am Arsch. Eine Granate wäre jetzt so geil gewesen. Gut, jetzt stellen wir uns hier hinter und kämpfen. 300 Spawns. Und obwohl es eigentlich so aussieht, als wenn wir hier wirklich easy durchmarschieren, ist es dann doch nicht ganz so einfach, oder? So, jetzt habe ich genau meinen Druck, den ich haben will. Oh, shit. Ich glaube, nicht geschissen. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Gehen wir links lang. Das ist aber beschissen. Das wissen aber, weiß aber auch der Gegner. Jedenfalls zum Vorrücken. Wenn wir wahrscheinlich alle über rechts kommen. Benötigt Sammelpunkt. Wir sind ja dran. Natürlich. Ach komm, dieses Lack. Dieses unverschämte Lack immer. Wir arbeiten ja dran. Wir kommen nur nicht schneller voran. Der Gegner hat zweimal Glück gehabt. Das sind schon mal rund 200 Spawns. Drei Schuss gekriegt. Lucky natürlich. Lucky natürlich. Konnte er mithelfen, sehr gut. So, wir halten hier die Stellung, bis Verstärkung da ist. Der Klassiker, der eine vor mir ist gefallen. Und ich habe den dahinter geschossen, auch nicht schlecht. So, wir sind dran. War eins nicht wollen, dass die hier von Flank aus schnell rangerannt kommen. Der war wichtig. Ah, scheiße! Heißer Herr, dieser unmögliche Posten, den du nicht eingenommen bekommst. Da siehst du einfach mal, was so abgeht. Ja, wenn du nicht wirklich gleich Erfolg hast und mit jedem Angriff direkt in den Punkt, schaffst du den letzten Punkt nicht. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen... Ah, nimm doch jetzt diese scheiß Waffe in die Hand. Sammelpunkt steht noch. Aber können wir den... Wir legen ihn nach vorne. Strategische Entscheidung und ich muss ihn treffen. So, wir sind 40 Meter vom Punkt entfernt. Machen wir 52. Hab ich gesehen. Kräfte nehmen den Kontrollpunkt ein.
mich. Lebt da noch einer? Da war noch irgendwo einer, ich sehe ihn noch nicht. Ich gehöre zu dir. Unsere Jungs erobern die Position. Ich werde so sterben. Nein, 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 ich will hier doch weg. Das ist von mir, Gott sei Dank. Los, Leute, wir haben den Posten direkt vor Ort. Das müssen wir müssen nur noch stürmen. Und jetzt kriege ich mein Sturmbataillon nicht. Ich meine, die MP ist da, wir sind jetzt alle vor Ort. Es muss jetzt nur noch einer irgendwie ran. Wir müssen nur noch rüberlaufen. Und natürlich, genau im richtigen Moment. Genau im richtigen Moment, genau im richtigen Moment, genau im richtigen Moment, genau im richtigen Moment. Wenn du genug Luck hast, gewinnst du jedes Spiel. Ja? Wenn sie das hier einfach mal auf 2000 Spawns erhöhen würden, hätten wir auch gute Karten, dass wir gegen einen spielen. Lass mich raten. Jetzt haben wir die Handgranate. Auch die Deckung. Zack, lang rüber. Zack, lang rüber. Alles raus, was wir haben. Zack, Granate. Ich hab noch ein paar Leute. Ihre Flanke, nimm die gottverdammte Flanke rechts. Was ist es so schwer, ein paar Granaten zu werfen? Einfach mal spam. Sammelpunkt. Haben wir's? Wir haben keine Spawns mehr. Oh Gott. Ja. Mit welchen Sünden, Leute, verlierst du dann das Spiel? Wir waren haushoch überlegen. Der Gegner hat halt zwei, dreimal ein bisschen Glück gehabt. Ja, da hätte man es vielleicht cleverer spielen sollen. Und dann reicht das schon. Deswegen, es ist keine Kunst, eine Verteidigung zu gewinnen auf dem letzten Punkt. Wenn du einfach ein bisschen, ja, dich da ein bisschen verschanzt. Ja, deswegen, ja, wenn du das vergleichst, als ich verteidigt habe, ja, haben die mit Mühe und Not einen Punkt erobert bekommen. Mit Mühe und Not. Und hier sind wir easygoing geradeaus durchgekommen. Ja, letzter Punkt. Wenn du da nicht gleich mit 800, 900 Spawns ankommst, kannst du es vergessen. Ja, wenn du da nicht mit dem ersten Angriff dann auf den letzten Punkt durchkommst. Easy win als Verteidiger. Ja, deswegen, du brauchst gar nicht weiterspielen, wenn der Gegner nicht nach zwei Minuten den ersten Punkt erobert hat, weil es keinen Sinn mehr macht. Ja, mit Abstand bester Mann, brauchen wir nicht drüber reden, war zu erwarten. Ja, weil irgendwie spielt das ja eh kein Schwanz mehr, das Spiel. Deswegen, von 10 Mann der Beste zu sein, ist, glaube ich, keine Kunst.